Warum mache ich das Ganze überhaupt, Leute? Warum quäle ich mich so? Hi, was geht ab? Willkommen heute zurück zu Wenn ich mache, sehe oder passiert oder ja? Freunde, in der letzten Folge haben wir etwas sehr, sehr Schweres gemacht. Denn ich habe probiert, eine ganze Folge lang nicht zu blinzeln. Also als ich damit angefangen hatte, war das Ganze echt witzig so, aber dann in Mitte, Ende hin so habe ich mir echt gedacht, Junge, wie dumm bin ich eigentlich? Das ist so schwer gewesen und mir haben auch echt eine Menge Leute auf Instagram ein paar coole Nachrichten geschickt, wie sie auch selbst probiert haben, nicht zu blinzeln. Erstmal Dankeschön an jeden Einzelnen, der mir da ein paar Nachrichten geschickt hat, war mega witzig. Wenn mir auf Instagram nicht folgt, kann man gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und Freunde, ich würde sagen, wir starten das Ganze. Es ist in der letzten Folge auch den Leuten aufgefallen, dass ich hier nämlich so einen komischen Skin habe, so einen anderen Skin. Das ist ein kleines Geheimnis, das hat was mit Roman seinem Video zu tun. Aber ich möchte jetzt nicht so lange rumfackeln, Leute, denn wir sind hier wieder. Wir müssen jetzt erstmal unseren Shrub anbeten. Okay, keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe. Wir müssen heute probieren, hier zu überleben. Oh, das habe ich noch gar nicht gesagt. Um was geht es denn heute? Leute, wir werden heute probieren, keinen Damage zu bekommen. Das bedeutet, sobald ich irgendwo runterfalle, kriege ich Schaden. Falls ich irgendwo angegriffen werde, kriege ich Schaden. Oder falls ich gegen einen Kaktus laufe, kriege ich Schaden. Und falls ich irgendwie Schaden bekomme hier im Spiel, also falls ich hier so ein Herzchen verliere oder sowas, Leute, ist die Folge sofort zu Ende, okay? Ich liebe dieses Format. Ich liebe es einfach. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie was zu essen bekommen. Ich habe hier doch ein paar Steaks mit dabei. Wir haben ein paar dumme Sachen in der letzten Folge gemacht. Eigentlich absolut unnötigen Kram. Es tut mir leid, Leute, falls ihr da jetzt irgendwie euch ein bisschen hier dumm vorkamt, weil ich einfach nur diese Sachen da weggesprengt habe. Aber ich habe irgendwie probiert, irgendetwas zu machen, ohne dass ich, dass das Video irgendwie ein bisschen langweilig wird und ohne dass ich blinzle. Wisst ihr, wie ich meine? Es war ein bisschen schwerer. Oh mein Gott, hier geht's überall voll tief runter. Okay. Es war ein bisschen schwerer als gedacht, Leute, aber ich hoffe mal trotzdem, dass sich das Video letzte Folge unterhalten hat. Ich hatte da mega Spaß dran. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch dieses Video bitte an. Es war mega, mega witzig. Es war wirklich mega witzig. Und es sieht so aus, als würde es draußen gleich regnen. Wir können doch mal sowas machen, so eine Challenge. Ich habe nämlich einen Mod gesehen. Da gibt es so Mobs, also hier die Monster oder sowas, hier in Minecraft oder auch Pferde, Tiere, alle möglichen Art von Tiere und sowas, dass sie einen angreifen. Ja? Also, dass dann irgendwie alle Monster oder alle Mobs aggressiv sind, auch Hühner und sowas, dass sie dann einfach einen angreifen und so. Da können wir es auch mal probieren, dass wir dann einfach mal so eine kleine Challenge daraus machen. Zu überleben, wenn alle Tiere einen angreifen. Wisst ihr, wie ich meine? Oder wir können auch mal eine Challenge machen, dass ich mal einen ganzen Tag lang, also hier in Minecraft einen ganzen Tag lang, kein Fleisch esse oder sowas. Also so eine Art Vegan-Challenge oder sowas, keine Ahnung. Das ist eine lustige Idee. Also man kann theoretisch echt alles Mögliche machen und sowas. Deswegen wäre eigentlich ganz funny. Ich habe Angst, dass hier irgendwas kommt. Ich habe auch gerade keine Kopfhörer auf. Ich darf keinen Schaden bekommen. Das kann alles sein. Ich darf nur keinen Schaden kriegen. So, oder was wir auch mal machen können, ist einfach so eine Challenge, wo ich nicht rede. Einfach mal eine Challenge machen, wo ich nicht rede. Das wäre auch, glaube ich, mal eine ganz interessante Sache. Da vorne ist ein Creeper. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Davon lassen wir uns jetzt nicht beeinträchtigen. Hier ist alles voll mit Monstern. Das ist nicht so cool. Und ich mag einen Stuhl. Ich mag einen Stuhl. Jetzt die Fische schwimmen schon oben. Okay, ich habe richtig Angst, einfach... Skelette. Ich habe richtig Angst, einfach von einem Skelett getroffen zu werden. Das ist nämlich das Allerschlimmste. Da sind Spinnen, Skelette, alles. Kacke, 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 kacke. Was mache ich jetzt? Hier ist alles voll mit Dings, mit Monstern. Okay, ich glaube, ich schwimme einfach mal darüber auf die andere Seite. Komm, ich greife mich jetzt kein Piranha an. Ja, ich weiß, es gibt keine Piranhas. Das ist mir völlig bewusst. Oh, geht's ganz schön. Nein, nicht so tief runter, Lars. Nicht so tief runter, weil sobald ich zu tief tauche, ist die Folge zu... Oh, das sind Spinnen. Kacke! Wo soll ich denn jetzt hin? Soll ich einfach hier auf dem Wasser treiben, Leute? Weil hier kann mir eigentlich nicht wirklich was passieren. Oder wir gehen wieder auf die Insel von der letzten Folge. Da kann uns eigentlich nicht wirklich viel passieren. Was mache ich hier für Sachen? Guck mal, da sind noch so diese komischen Wüstenzombies. Soll ich hin? Was soll ich jetzt tun? Ich könnte mir mal ein Boot craften, theoretisch. So. Okay. Die Workbench kann ich jetzt hier nirgendwo platzieren. Alter Junge, da ist noch viel mehr los. Mann! Da will ich einmal eine Challenge machen, wo ich nicht sterbe. Und dann sowas. Warum mache ich das immer wieder? Mann, oh. Oh, oh, es gibt auch Ertrunkene. Oh, der ist voll schnell.
Ich hab die total vergessen. Hau ab! Oh mein Gott, ich hab gedacht, ich bin im Wasser sicher, aber ich bin ja gar nicht mehr sicher. Und es regnet und es regnet und es regnet und es hört nicht mehr auf. Geh weg, du Ertrunkener. Du Betrunkener. Kacke, der ist so nah. Tauchen, schwimmen. Schwimmen ist jetzt die Devise. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, so kriegt er uns nicht. Okay, so kriegen die uns nicht. Gut. Perfekt. Oh, oh. Oh, ein Delfin. Oh, super. Oh, ein Creeper. Nicht super. Delfin, bleib bei mir. Hey, Schildies, was geht ab? Hier sind ein paar Schildkröten, Leute. Die chillen hier ein bisschen ihr Leben. Oh, Mann, bitte, Lars. Komm schon. Keinen Schaden kriegen. Oh, Mann, ich begebe mich hier auch gerade wirklich... Oh, hier hat es wenigstens auch zu regnen. Wow. Okay. Das ist schon mal gut. Ah! 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 Oh, mein Gott, eine Spinne. Noch eine. Oh, Geronimo. Okay. Wir sind safe. Oh Mann, was ist denn hier los, Junge? Warum ist da vorne jetzt ein Illager-Dorf? Oder so ein Illager-Turm? Junge, leck mich am Schuh. Was geht denn jetzt ab? Hier, komm her, kleiner Hase. Ich pass auf dich auf. Also bisher lief es schon ganz gut. Da vorne ist ein Creeper. Ah! Oh mein Gott. Es sind nur Lahamas, Leute. Wo kommst du überhaupt her? Alter, ich bin gerade so unglaublich erschrocken. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn. Okay, die greife ich mal nicht an hier, die Lamas, weil die mich dann nämlich auch anspucken und da kriege ich Schaden. Wow. Okay, nicht, dass mich hier noch ein Blitz trifft. Da ist ein Enderman, den gucke ich mal auch lieber nicht an. Mittlerweile gibt es so viele Monster hier in Minecraft. Da vorne ist ein Skelett. Okay, bisher ganz gut. Bisher alles tipptopp, Leute. Bisher ist alles in Ordnung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir von keinem Ertrunkenen getroffen werden. Von keinem Skeleton. Von keinem Husk, von keinem Creeper. Nicht gegen einen Kaktus laufen, nicht von einem Enderman angegriffen werden. Nicht sterben, ich darf nicht irgendwie mein Zuhause verlassen. Da ist sonst eigentlich alles safe. Kein Illager darf uns angreifen. Eigentlich darf uns gar nichts passieren. Da unten leuchtet irgendwas. Ich glaube, da sind so Korallenriffe. Okay, hier sind wir aber so weitestgehend sicher. Da hinten regnet es überall. Also da, wo es nicht regnet, spawnen auch irgendwie keine Monster. Das ist ganz gut. Ich schwimme mal nach da. Okay, so. Junge! Okay. Sieht alles ganz gut aus. Delfine. Hoch mit dir, Lars. Hoch, 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 hoch. Da sind Hexen! Junge, es ist doch wirklich alles heute vertreten, oder? Alter, da ist gerade ein Blitz einfach im Meer eingeschlagen. Why not? Ich gehe jetzt einfach da hinten auf die einsame Insel. Und dann lasse ich Gott einen guten Mann sein, Leute. Boah! Ohne Witz. Bitte, ich bitte euch, macht mal ein Video, wo ihr selbst mal probiert, einfach so keinen Schaden zu bekommen. Ich muss ja wirklich allem aus dem Weg gehen. Ich muss wirklich überall alles aus dem Weg gehen. Junge! Okay, einfach weiter schwimmen. Ist ja auch keine Ertrunkenen gefunden, Leute. Gut, das ist sehr, sehr gut. Hoch mit dir. Oh nein. Oh nein, da kann ich nicht hin. Da ist alles voll mit Skeletten. Da sind einfach 3 Stück. Aber theoretisch kann ich ja mein Schild so vor mich halten. Dann kriege ich ja keinen Schaden. Da ist ein Creeper gerade gespawnt. Verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, vorsichtig auf die Insel. Nee, 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 nee. Okay. Okay, ich habe keinen Schaden bekommen. Sehr gut, zum Glück habe ich dieses blöde Schild. Ich muss die mal kurz hier wegmachen, die Dinger. Okay, keinen Schaden bekommen. Sehr gut. Eine Spinne. Ich leuchte mal hier ein bisschen aus. So, prima. Sehr gut, hier schlagen die ganze Zeit Blitze überall ein. Oh oh. Oh, Kacke. Kann ich ja irgendwie nach da oben? Ja. Okay. Komm her. Zack. Zack. Und zack. Ah!
Zombie! Hey, komm, komm, kleiner Zombie, komm her. Bis du bei mir angekommen bist, habe ich dich schon längst in Stücke gehackt. Perfekt. Prima. Sehr gut. Sehr gut. Und wir überleben schon richtig lange. Das ist mega, Leute. Mega, mega gut. Wir müssen halt mal von dieser Insel... Ja!